mitten in der Hauptstadt der Schweiz jede Menge Wasserspaß. In Bern gibt's Erfrischungen kostenlos, in der Aare, dem Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt. Keine gefährlichen Strudel, hier ist das Baden offiziell erlaubt und ganz entspannt. Für den Bummel durch Bern solltet ihr also immer die Badesachen einpacken. Ganz nebenbei hat man schwimmend schöne Blicke auf den historischen Stadtkern und den Botanischen Garten. Der liegt direkt am Ufer. Unser Tipp: Nach dem Bad in der Aare hier das Pflanzenparadies genießen. 5000 Pflanzenarten wachsen hier, der Botanische Garten gehört zur Universität Bern. An Sommertagen ist die Anlage bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Das Wasser spielt in Bern eine besondere Rolle, nicht nur was die Freizeit betrifft. Die Stadt gewinnt einen guten Teil ihrer Energie durch Wasserkraftwerke. Die historischen Gassen mit ihren Laubengängen sind wirklich charmant. Es macht Spaß, hier zu flanieren und zu schauen. Einfach so. Ein historisches Beispiel Schweizer Uhrmacherkunst: die Zietglocke, die Zeitglocke. Gleich in der Nähe das beeindruckende Berner Münster. In kaum einer Stadt haben wir so viele individuelle Läden, Stände und Märkte gesehen wie in Bern. Unser Tipp für Vegetarier: In Bern gibt es einen Supermarkt, der ausschließlich vegetarische Produkte verkauft. Vielfalt wird in Bern überall geboten. Und hier wird Politik für die Schweiz gemacht. Das Bundeshaus, Sitz von Regierung und Parlament. Mit wunderbarem Ausblick auf die Schweizer Berglandschaft. Nicht nur für Parlamentarier in der Mittagspause, hier kann jeder vorbeischauen. Führungen durch das Bundeshaus gibt's natürlich auch. Das Leben in Bern ist gelassen und tief entspannt. Das liegt natürlich an den Menschen, zum Teil aber auch daran, dass man hier definitiv kein Auto braucht. An vielen Stellen kann man ganz bequem ein Fahrrad mieten. Die Stadt ist klein, fast alles ist auch zu Fuß gut zu erreichen. Außerdem hat Bern ein perfektes Nahverkehrssystem. Wer in einem Hotel übernachtet, kann die öffentlichen Verkehrsmittel während des gesamten Aufenthalts kostenlos nutzen. Ein besonderer Ort: Schwellenmetli mit Restaurant. Am Ufer der Aare lassen sich auch heiße Sommertage mit automatischer Wasserkühlung genießen. Bern und Nachtleben? Das passt gut zusammen. Bern ist Universitätsstadt, das Publikum entsprechend jung und feierlustig. Das merkt man. Und die Stadt tut mit ihrem öffentlichen Veranstaltungsprogramm noch einiges dazu. Bern ist echt unterschätzt. Es lohnt sich wirklich, mal hinzufahren.